Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute behandle ich ein Thema, wo es um die Schwingungen der Zeit geht. Man kann sich das ja so vorstellen, dass eine Zeit auch in gewissen Frequenzen läuft. Und man kann sich in die Frequenzen einklinken und dann läuft es eher leichter und schneller und angenehmer. Oder man kann gegen diese Frequenzen gestimmt sein. Dann kann es eben sein, dass es zu Spannungen kommt, dass es zu Stress kommt, dass man irgendwie das Gefühl hat, festzustecken oder was nicht so erledigen kann, wie man sich es eigentlich wünscht. Also eigentlich, die Zeit ist eine Frequenz und wir sind eigentlich mit unserer Stimmung so wie so ein Radiosender. Das merkt man daran auch, wie die Zeit vergeht. Wenn es einem gut geht, dass die Zeit leichter fließt, dass da was schneller vergeht. Und wenn man eher Druck hat oder Stress hat, dann kann es sein, dass die Zeit eben eher als länger empfunden wird. Und heute, in der heutigen Übung, geht es darum, einfach mal in dieser Zeit so die richtige Mitte zu finden, in dieser Frequenz die Mitte zu finden und so die Themen, die dich beschäftigen, auch loslassen zu können. Und zwar nicht unbedingt im Sinn von, man wurscht jetzt in der Vergangenheit herum, sondern man schaut einfach einmal in der aktuellen Zeit, was ist jetzt noch sinnvoll, was ist jetzt noch wichtig, was hat jetzt noch Bestand in dieser Zeit und was kann sich wandeln. Und das ist eben wichtig, dass man da durch so Zeiten, wo es Hochs und Tiefs gibt und wo eben so Zeiten des Wandels sind, dass man sich da wieder rein adaptiert und einschwingt darauf. Und das werden wir heute bei der Übung einmal machen. Gut. Und wie gesagt, also wenn du das Gefühl hast, okay, du kannst dich da jetzt nicht so einstellen oder so einlassen oder kannst dir das nicht so vorstellen, dann mach einfach mal mit, hör einfach mal zu und schau mal, weil während wir die Meditation machen, während ich da rede, passiert das so ganz automatisch. Du wirst also da wirklich durchgeführt und du brauchst dir da jetzt gar keine Gedanken zu machen. Ist wie eine Reise, wo die Reiseleitung alles gut geplant hat, sozusagen. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Du kannst gerne mal deine Augen schließen. Und mal tief ein und wieder ausatmen. Und du kannst dir jetzt mal vorstellen, dass du am Ufer eines Bächleins sitzt, eines Wasserflusses sitzt. Und dieser Bach plätschert so vor sich hin. Und du kannst wahrnehmen, dass sich der Bach anders bewegt als die Erde am Ufer, das Gras, die Wiese bewegt sich natürlich ein bisschen, auch durch das Leben, das drinnen ist. Die Erde bewegt sich, vielleicht nicht so wahrnehmbar. Aber das Wasser und das Ufer haben unterschiedliche Rhythmen, sich zu bewegen. Und du bist jetzt mal so in dieser Erde und sitzt am Ufer. Und deshalb bewegt sich das Wasser schneller als die Erde am Ufer. Und du spürst jetzt auch um dich herum einen angenehmen Wind, nicht zu stürmisch, nicht zu kalt. Es ist eine angenehme Brise an einem wundervollen Tag. Und du sitzt am Ufer dieses Baches und du spürst auch den Wind. Und so wie Erde und Wasser
einen gewissen Rhythmus haben, einen gewissen Fluss haben, hat auch der Luftstrom, der Wind eine gewisse Frequenz, eine gewisse Bewegung. Vielleicht wieder mal mehr nach oben, mal mehr nach unten, mehr auf die Seite, wirbelt herum. Die Luft ist also in Bewegung. Und so hast du jetzt schon drei verschiedene Frequenzen. Den Bach, das Ufer und die Luft. Und nun blickst du nach oben zum Himmel und siehst die Sonne, das strahlende Licht. Und auch dieses Licht, das Feuer, hat einen eigenen Rhythmus. Es bewegt sich nicht wie das Wasser, auch nicht wie die Erde und auch nicht wie die Luft. Es hat eine andere Qualität. Vielleicht sogar noch etwas feiner als die Luft. Und auch das Licht bewegt sich also. Und alle diese Rhythmen, alle diese Frequenzen sind jetzt in deinem Körper vereint. Du bist aus Licht, aus Luft, aus Erde und aus Wasser geformt. Und so hast du in dir Dinge, die erdend wirken, sehr langsam schwingen, sehr dicht schwingen. Dinge, die sich schneller wandeln, wie das Wasser, das aber auch immer noch so ein bisschen mit der Erde in Verbindung ist. Und dann hast du die Luft und das Feuer, das Licht in dir. Und während Feuer vielleicht von deinen Vorfahren noch am Lagerfeuer gemacht wurde, hast du jetzt moderne LED-Lichter. Und während die Luft lange Zeit wie eine Gottheit betrachtet wurde, können wir in der Gegenwart jetzt Energie aus der Luft gewinnen mit Lufträdern. Und auch die Emotionen, das Wasser ändert sich mit den Zeiten. Dinge, die für deine Vorfahren wichtig waren, sind für dich nicht mehr so wesentlich. Und auch die Materie, der Körper hat sich gewandelt. Alleine durch einen Überfluss, ein Überangebot von veränderten Nahrungsmitteln hat sich da auch die Art, wie wir uns ernähren oder bewegen, verändert. Und nun ist es an der Zeit, diesen Rhythmus anzuerkennen, diesen Wandel zu umarmen. Denn es geht jetzt darum, alles, was nicht mehr in die moderne Zeit, in die Gegenwart gehört, abzustreifen. Denn die Zeitfrequenz des Wandels des Wassermanns,
der Luftepoche ist jetzt angebrochen. Und deshalb geht es auch darum, dass du dich mit dieser Frequenz wandelst und transformierst. Und nun kommt zu all diesen Teilen, deinem Erdteil, dem Wasserteil, dem Luftteil und auch dem Feuerteil, diese Frequenz der Wassermann-Energie dazu. Und Wassermann ist die Revolution, ist das Neue, ist die Zukunftsenergie auch mit. Und du spürst, dass aus deinem System Vorstellungen, Anhaftungen und vielleicht auch gewisse Lösungsprozesse, die bis jetzt funktioniert haben, aus dir rausgenommen werden. Die Art, wie du dich ernährst, wird nun transformiert. Die Art, wie du diese Zeit wahrgenommen hast, alle Vorstellungen werden jetzt gewandelt. Und mit diesem Wandel wird jeder Teil von dir in diese neue Zeit integriert, in diese neue Schwingung aufgenommen. Und du spürst, dass jeder Aspekt deines Daseins in diese Schwingung gerät. Und du spürst, dass alles, was nicht mehr nötig ist, aus dir raustransformiert wird. Und du spürst, wie du dich mehr und mehr dieser Frequenz der neuen Zeit angleichst. Und wie alte Belastungen, alte Erschwernisse aus deinem System transformiert und gelöst werden. Sämtliche Manipulationsenergien, sämtliche Angstfelder lösen sich jetzt raus und du kommst klarer und bewusster zu dir und in deine Mitte. Alte Frequenzen werden jetzt raustransformiert aus deinem System. Du streifst sie ab wie alte Kleider. Und du kommst in deinem Tempo, in dieser neuen Frequenz, in diesem neuen Maß an. Du wirst jetzt Teil
dieses neuen Zeitstroms und kannst dich durch viele Themen leichter bewegen. Erkennst, dass du in deinem Rhythmus, in deinem Flow bist. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und spürst jetzt, wie sich diese Schwingungen immer weiter umstellen. Es wird nun auch symbolisch dein Kopf von der geistigen Welt getragen und in deinem Gehirn aktivieren sich jetzt auch die Rezeptoren für die neue Zeit, für diese neue Schwingung. Und alles Alte, Verklebte, Verfestigte, Manipulierte wird jetzt aus deinem System entfernt. Und du spürst, dass du klarer, freier, leichter und bewusster wirst. Und du atmest jetzt einmal tief ein und wieder aus. Und spürst, wie du ganz die Frequenz der neuen Zeit um dich wahrnimmst und du spürst, dass du mehr und mehr eins wirst mit dieser Frequenz. Und das Alte bleibt jetzt hinter dir zurück. Das hat keine Bedeutung mehr. Es wird dich nur belasten. Und du nimmst Abschied und trittst jetzt wirklich in die Frequenz der neuen Zeit ein. Und du spürst, dass du dich ganz anders bewegen, verhalten kannst, eine ganz andere Wahrnehmung bekommst. Und du fühlst dich klar, zufrieden und erleichtert. Ein bisschen läuft jetzt diese Transformation noch. Du kannst das so visualisieren, dass nach deinem Kopf auch dein Herz, deine Organe, die Leber, der Magen, Darm, die Lungen, dass alles jetzt in dieser Frequenz zu schwingen beginnt.
Und du fühlst dich jetzt klarer, freier und entspannter. Und atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und es werden jetzt noch einmal auf der emotionalen Ebene Themen rausgelöst, alte Gefühle, alte Verletzungen und alte Glaubensmuster. Und du spürst, dass du ruhiger wirst, entspannter. Und du spürst, dass jetzt von deinem Herzen aus diese Transformation, diese Frequenzveränderung jetzt auch noch mal weitergeht in dein soziales Zentrum. Das heißt, dass alles gelöst wird, alle Verbindungen, die der alten Zeit angehört haben, der alten Frequenz, die dich womöglich noch belasten und dass aber gleichzeitig auch der Rahmen erweitert wird, neue, inspirierende Kontakte zu knüpfen, die dieser neuen Frequenz entsprechen. Und du atmest jetzt tief ein. Und wieder aus. Und sämtliche emotionale Manipulation darf jetzt dein System verlassen. Sämtliche Programme mit dem Inhalt, du fühlst nur, was wir für gut empfinden und was du fühlen sollst, werden jetzt gelöscht. Und was da auch im Solarplexus rausgeht, ist eben auch das Löschen eben von Lebensmitteln, von verarbeiteten Lebensmitteln, die durch diese dauernde Einnahme auch so dein Verdauungssystem umkodiert haben. Also man kann sich das so vorstellen, dass wirklich auch diese Codes da jetzt rausgelöscht werden, diese Triggerpunkte rausgelöscht werden.
Und durch das Lösen von diesen Manipulationsfrequenzen spürst du, dass sich dein Bauchraum weitet, freier wird und an die Frequenz der neuen Zeit angeschlossen wird. Und auch in deinem Nabelchakra, wo es um die Identität geht, fließt jetzt diese Transformationsenergie, diese schwingungserhöhende Energie ein und löst dich aus alten Verbindungen. Und letzten Endes öffnet sich jetzt das Wurzelchakra und du spürst, dass alle Ängste, existenziellen Ängste, materiellen Ängste der alten Zeit sich lösen, klassische Muster, wie man versorgt wird, wie man sich versorgt, transformieren und lösen sich. Und es öffnen sich jetzt die Möglichkeiten der neuen Zeit, des Wassermann-Zeitalters. Atme einmal tief ein und wieder aus. Und spüre, wie diese Energie jetzt durch dich durchfließt. Und spüre, wie du im Lichte von deiner Intuition, deinem Seelenplan, jetzt neue Aspekte in dir aktivierst, neue Möglichkeiten, wie sich dein Horizont erweitert und ausbreitet. Sodass du spürst, dass es in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Energie keinen Grund für dich gibt, besorgt zu sein. Sondern dass diese Reinigung jetzt stattfindet. Und dass du Teil dieser Transformation bist. Aber du spürst auch, dass du in deinem Wesen sicher bist, unsterblich bist. Und dass du deshalb ganz klar und gut geführt durch jegliche Anpassungen, Frequenzänderungen hier auf Erden gehen kannst. Du bist ein klarer, klar denkender, klar fühlender Mensch. Und du spürst, dass sich dieses Bewusstsein in dir manifestiert. Erlaube dir, dass die Energie der neuen Zeit noch etwas durch dein System fließt. Und lass diese kraftvolle Transformation und Frequenzerhöhung noch etwas nachwirken.
Atme jetzt noch einmal tief ein und noch mal stark aus. Beweg deinen Körper. Spüre, während du dich bewegst, dass du einen Riesenschritt nach vorne gemacht hast. Dass alte Bilder jetzt einfach hinter dir sich auflösen. Und dass du völlig klar und entspannt, friedvoll und dankbar in deiner neuen Mitte, in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Frequenz dich orientieren kannst und dass du gut durch jegliche Veränderung und jegliche Krise gehen wirst. Bedanke dich bei der geistigen Welt, bei deinen Helfern und Führern. Spür nochmal nach. Und komm dann in deinem Tempo, in deine Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich nochmal durch. Und wenn du dich wieder klar wahrnehmen kannst, dann öffne deine Augen und komm wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du wirst merken, das war eine sehr, sehr kraftvolle Meditation, die du natürlich auch wiederholen kannst, wenn du möchtest, immer wieder mal. Aber grundsätzlich hat die mal so wesentliche Schritte gesetzt und auch Anker gesetzt, damit man jetzt in dieser Wassermannzeit, in dieser Luftepoche einfach besser umgehen kann. Einfach mit dem Rhythmus der Zeit, mit den Sachen, die dann noch so daherkommen werden. Ja, schreib mir einfach deine Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn du eine Idee für eine Meditation hast, auch bitte einfach in die Kommentare schreiben. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Eine gute Zeit, liebe Grüße aus Linz, dein Oliver Erani, medialer Energetiker und Astrologe. Tschüss.